Herzlich willkommen zu unserem nicht gesellschaftsfähig Online-Talk, den wir ja zur digitalen Buchmesse dieses Jahr im Mai veröffentlichen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich und vor allen Dingen freuen wir uns, dass es mit unserem Talk geklappt hat, den die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen ja für uns zusammen organisiert hat, weil wir alle zusammen kennen uns ja noch nicht. Deswegen wäre es schön, wenn wir uns auch für unsere Zuschauer einfach mal anfangen vorzustellen. Wir haben uns ja schon kurz vorgestellt, aber einfach, dass wir alle wissen, wer wie ist und in welchem Zusammenhang jede zur bipolaren Störung steht. Frau Engert, wollen Sie gleich anfangen? Gerne. Also ich bin Katrin Engert aus Ostsachsen. Ich bin bipolar seit 2006. Bin auch in der DGBS seit 2008. Ich bin eben auch Angehörige, weil meine Eltern bipolar sind. Und ich arbeite als Krankenschwester in einer Reha-Klinik und bin somit auch betroffener Profi in der DGBS, wo ich mich auch engagiere in der Mailberatung. Ja. Herzlichen Dank. Frau Lang? Ja, also ich bin in der Hauptsache Betroffene und vermutlich war zumindest mein Vater in der Hinsicht auch schon vorbelastet und ich habe die Diagnose erst seit 2011. Die Problematik besteht aber vermutlich schon sehr viel länger und fing an mit Depressionen in der Teenagerzeit. Also nicht einfach nur so die üblichen Pubertätsprobleme, sondern schon massive Depressionen. Und ich arbeite in Teilzeit mit einer Hinzuverdienstrente, komme damit ganz gut klar. Und was ja auch Sie nochmal angesprochen hatten in der Vorbereitung, dass ich so ein bisschen künstlerisch vorbelastet bin. Also in der Hauptsache geht es ums Malen. Ich singe in einem Chor, bin auch im Vorstand und gut mit Schreiben wünsche ich mir immer, aber habe ich noch nicht so richtig geschafft. Okay, herzlichen Dank. Ja, Prof. Schäfer, Sie sind ja unser Fachmann und unser Profi im Bereich bipolare Störung. Herzlich willkommen und es ist wunderbar, wenn Sie sich vorstellen könnten und dann gleich auch erzählen könnten, was die bipolare Störung ist. Ja, mein Name ist Martin Schäfer. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hier in den Kliniken Essen-Mitte. Also eine Abteilung, die auch einen Schwerpunkt hat, bipolare Störung. Ich bin seit über 20 Jahren kurz nach Gründung der DGBS in die DGBS eingetreten, also in die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störung. War jetzt viele Jahre lang auch erster Vorsitzender der Gesellschaft und bin weiter im Vorstand und beschäftige mich auch seit 1994 klinisch und wissenschaftlich mit der bipolaren Störung. Ja, was ist die bipolare Störung? Eine Berg- und Talfahrt der Stimmung und alle kennen heutzutage Burnout und Depressionen, das ist ja ein Teil der Medaille sozusagen. Die Stimmung geht in den Keller, man fühlt sich depressiv. Und wenn man dann aber auch noch, was bei weitem nicht jeder Mensch mit Depressionen hat, die Neigung hat, viel zu gute Stimmungen zu entwickeln, nämlich wenn die Stimmung sozusagen in den Himmel will und man sich zu gut fühlt, zu viel Antrieb hat, zu wenig Schlaf, zu viel Energie, Größenideen, also plötzlich glaubt man, ist was ganz Besonderes oder man durchblickt die Welt, man kennt Frau Merkel persönlich, man kann Tag und Nacht telefonieren, dann nennt man sowas eine Manie. Und wenn sowas zu den Depressionen zusammenkommt, das sind einzelne Phasen, dann ist das nicht mehr eine depressive Störung, sondern eine sogenannte bipolare oder manisch-depressive Erkrankung. Und diese Manien, da gibt es noch die Besonderheit, die können sehr stark ausgeprägt sein, also dass man richtig psychotisch wird, gereizt, nicht mehr nur euphorisch, dass man wirklich glaubt, alle behindern einen, dass man sehr viel Geld ausgibt, dass man sich und andere damit auch mit dieser übermäßigen Energie auch schädigt. Oder sie können recht schwach ausgeprägt sein, das ist fast
ein bisschen eine Idealvorstellung, wie sich jeder einen Idealzustand, nämlich diese Hypomanien vorstellt, dann ist man sehr gut gestimmt, man hat zu viel Energie, man hat eine zu gute Stimmung, man hat Lust auf alles, könnte die Welt umarmen, aber es ist eben nicht extrem und das nennt man sogenannte eben hypomanische Zustände, die eine Subgruppe dann der bipolaren Störung ist. Die unterteilt man nämlich in Bipolar 1 Erkrankung und Bipolar 2 Erkrankung. Bipolar 2 Erkrankungen haben viele Depressionen, aber diese Hypomanien, es wird aber nie eine Manie draus. Und Bipolar 1 haben eben schwere Manien, können auch schwere Depressionen haben. Okay, wo wird die... Wo gibt es die Abgrenzung einfach auch zur Depression? Also weil viele, also das muss auch selber weiß, okay, bin ich bipolar, habe ich eine bipolare Störung oder habe ich eine Depression? Und weil Sie sagten, Stimmungsschwankungen, wo sind da auch die Parallelen zur Borderline-Störung? Ja, das muss man alles so ein bisschen voneinander abgrenzen. Zur Depression einfach der normale Mensch mit so einer rezidivierenden depressiven Störung. Also wir reden hier über Menschen, die eben häufig oder mehrfach im Leben Depressionen ausbilden, kommt langsam aus der Depression heraus und ist dann einfach wieder in seiner Normalstimmung. Ja? Und dann gibt es aber so bei unseren Stimmungen eben fließende Übergänge. Komme ich durch Medikamente oder nach einer Depression zum Beispiel jedes Mal in eine Phase, wo alle sagen, jetzt ist er nicht nur normal gut drauf, sondern jetzt ist er ja überschwänglich und ist wochenlang sozusagen zu fit, zu aktiv, dann kann man schon den Verdacht äußern, dass das eine Bipolar-2-Störung ist. Ja, dass man eben noch die besondere Eigenschaft hat, dass man eine zu gute Stimmung entwickeln kann. Und klar, wenn es das extrem ist, dann ist es eben eine Bipolar-1-Störung. Und tatsächlich sind das fließende Übergänge. Das ist nicht immer so einfach zu unterscheiden. Aber heutzutage sagt man schon, es ist eigentlich eine biologische Eigenschaft. Und jeder, der unter Medikamenten oder unter anderen Auslösern oder nach einer Depression in eine wirklich übertriebene, gute Stimmunglage kommt, hat halt eher diese bipolaren Eigenschaften. Ne? Hypomane Nachschwankung nennt man das. Und bei der Borderline-Störung kommen viele, viele andere Aspekte dazu. Also zu Borderline gehört es nicht, dass man manische Episoden hat, dass man in der Stimmung zu gut ist, sondern dass man sehr starke Stimmungsschwankungen hat und sehr unausgeglichen ist. Und da gehören eher depressive Entgleisungen dazu, Selbstverletzungsdruck, aber nicht manische oder hypomane Schwankungen. Okay. Frau Engmuth, Frau Lang, wie fühlt sich Ihre bipolare Störung für Sie an? Müsste es eine Person anrufen. Ach so, ja, Frau Lang, Entschuldigung. Ja, also meine bipolare Störung, als sie diagnostiziert wurde, da hatte ich eine sehr heftige manische Episode, auf die eine ebenso heftige Depression gefolgt hat, in einer Tiefe, wie ich sie vorher nicht kannte. Und im Grunde genommen würde ich mich auch zu dem Bereich Bipolar 2 zählen, eher mit depressiven Anteilen und eher hypomanische Phasen. Wie fühlt es sich an? Also mittlerweile kann ich es ganz gut selbst beobachten. Entschuldigung, komm. Ja, habe also im Prinzip jetzt gelernt über die Zeit, mich selbst da zu beobachten. Manchmal kommt natürlich auch der Impuls von außen, dass jemand sagt, oh, du bist aber gut drauf oder du lässt gerade ein bisschen den Kopf hängen. Aber in vielen Fällen kann ich selbst erkennen und ich kann es halt, ich habe halt eine langfristige therapeutische Begleitung und ja, kann auch mit Medikamenten nachsteuern. Ich würde also sagen, ich bin stabil und habe das im Griff. Aber es ist halt wirklich eine Achterbahnfahrt. Also wenn es kommt, dann geht es rauf und runter. Frau Engmuth, wie ist es bei Ihnen? Ja, also ich hatte ab 2006, als das damals rauskam, sozusagen wirklich auch 8 Jahre Achterbahn. Ich war zum Teil monatelang depressiv und wirklich auch am Boden.
Wenn da selbst mit Medikamenten lange Zeit nicht rausgekommen. Und der Einstieg war aber tatsächlich eine Woche Manie. Und da habe ich, also zu Hause kannte mich so niemand. Ich habe angefangen, den ganzen Tag zu telefonieren, habe eingekauft relativ viel, habe den ganzen Tag geredet, auch noch nachts, weil ich nicht geschlafen habe. Fast, also nur 2-3 Stunden die Nacht und war gereizt, habe geschimpft, hatte damals 2 kleine Kinder zu Hause. War total aufgekratzt einfach auch und bin sozusagen zum Arzt, weil ich nach einer Woche nicht mehr sprechen konnte. Da hatte ich eine Kehlkopfentzündung. So sehr habe ich die ganze Zeit geredet. Und in der Klinik war ich dann allerdings depressiv. Und deswegen hat man 2 Jahre lang auch gemeint, ich wäre depressiv, unipolar depressiv und das wäre alles nicht so schlimm gewesen. So lange, bis ich auf ein Antidepressivum dann halt mit so einem Wechsel, so einem Switch reagiert habe und in der Klinik manisch geworden bin und mich gegen die Ärzte aufgeregt habe, habe dort geschimpft und wollte die Tabletten nicht nehmen und dann hat man mir geglaubt, dass es eine bipolare Störung ist. Herr Professor, ist das schwierig festzustellen oder also muss man da schon als Psychiater oder Psychologe ein Händchen dafür haben oder erkennt man das relativ leicht im Unterschied zur Depression zum Beispiel? Also wenn Sie eine Manie haben, dann erkennen Sie das relativ leicht. Wenn es eine ganz schwere Manie ist mit psychotischen Symptomen, also wo man Größenwahn entwickelt oder andere sogar Verfolgungsideen, kann man es auch mal mit einer anderen Psychose verwechseln. Aber eine Manie macht immer deutlich, da ist was Bipolares. Was aber trotzdem der Fall ist, man braucht im Schnitt 5 bis 10 Jahre, um das zu diagnostizieren, die bipolare Störung, weil wie eben von Frau Engert beschrieben, die meisten mit einer Depression beginnen, ja, und erstmal nur Depressionen haben oder im Kindesalter, das fängt oft schon ziemlich früh an, mit 15, 16, fangen Depressionen an und dann ein Gespür zu bekommen, das könnte, man weiß es ja nicht, es könnte was Bipolares sein, sehr viele Unipolar-Depressive gehen über in eine bipolare Störung, da gibt es auch Frühwarn Zeichen, die aber schwer zu erkennen sind. Also, dass die Depression zum Beispiel viel schneller ausheilt, dass man viel schneller wieder aus der Depression raus ist, dass man sehr häufig depressiv wird, dass man relativ vielleicht chaotisches Leben dabei hat, dass man mehr Substanzen nimmt, Drogen nimmt, ja, das ist so auffällig, dass gereizte Symptome ganz oft dabei sind, ne? Die so man als Hypoman, was wir eben gehört haben, in der Manie ist oft viel Gereiztheit dabei. Das könnten alles so Frühwarnzeichen sein, aha, das ist nicht so eine typische unipolare Depression, die langsam anfängt, lange dauert und wo man lange braucht, bis man da rauskommt. Wenn das relativ schnell geht, kann das auch schon so ein bipolares Muster sein. In der Vorbereitung hatte ich irgendwo gelesen, dass das häufig zu einer Frühverrentung führt. Aus welchem Grund ist das dann? Naja, die Erkrankung, wenn man sie nicht gut behandeln kann oder wenn es viele Episoden erstmal gibt, manchmal gibt es die ja auch schon, bevor man das erstmal überhaupt in Behandlung kommt, dann ist man natürlich sehr rausgerissen. Also A, sind die depressiven Phasen ja nicht kürzer wie bei jemandem, der normale depressiven Phasen hat und die bipolare Depression ist sogar schwerer zu behandeln als die unipolare Depression. Sie spricht schlechter auf Antidepressiva an, ja, oder die Antidepressiva haben dann wieder das Risiko, einem in die Manie zu bringen. Und wenn man so eine manische Phase, wenn man sich das vorstellt, wie es eben auch beschrieben wurde, man hat im Beruf so eine manische Phase, ja, wo man extrem aggressiv ist, überhaupt nicht mehr auf andere hört, alles besser weiß, ja, vielleicht auch sehr leichtsinnige Dinge macht, ob jetzt als Arzt oder als Busfahrer oder auch in einem gefährlichen Beruf, wo man Maschinen führt oder sowas, dann ist das natürlich oft mit Risiken verbunden, wo der Arbeitgeber sagt, das können wir so nicht eingehen. Also in der Manie hat man ja
keine besondere vernünftige Handlungsfähigkeit mehr. Dann kann man eigentlich nicht mehr abwägen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und dann macht man eben leichtsinnige Dinge und das kann, da kann man sich und andere mit gefährden. Und wenn man da nicht einen Alternativberuf hat oder Dinge, wo man das viel besser auch mal in der Anfangsphase noch ja, als Arbeitgeber eben auch abfangen kann, würde man dann schnell sagen, nee, in dem Beruf können Sie nicht mehr arbeiten, also steht die Berentung an. Okay. Eine Frage an die beiden Betroffenen. Ich muss da mal fragen, wie nehmen Sie sich selbst wahr in so einer Manie? Also ist man da der Meinung, man ist total klar in der Birne oder kriegt man da schon selber mit, dass das irgendwie alles ein bisschen zu viel ist? Also die Manie selbst zu erkennen ist schwieriger, weil es gibt vielleicht Leute, bei denen die ziemlich schnell und heftig auftritt. Ich habe das bei mir beobachtet, dass das langsam losgeht. Das ist dann, sage ich mal, zum Beispiel so typisch wie jetzt im Frühjahr, das Wetter geht auf, die Stimmung wird besser, die Sonne scheint länger, es ist länger hell. Ist man zunächst mal gut gelaunt, wie jeder andere Mensch auch. Und dann krabbelt es so langsam, aber sicher nach oben. Und in der Manie, ja, ich habe, wenn ich manisch war, immer den Eindruck gehabt, ich bin, sage ich mal, sehr klar und auch sehr schnell im Denken, kann Dinge gut erledigen und einschätzen. Das ist auch tatsächlich so. Also ich sage mal, Dinge, die man beherrscht, die man kann oder vorher schon konnte, die kann man tatsächlich sehr effektiv erledigen. Eine Gereiztheit ist bei mir auch eigentlich immer dabei. Und für mich ist oft die Gereiztheit der Anhaltspunkt, das, was nicht stimmt. Bei Ihnen? Ja, also bei mir war es oft so, wenn ich anfange, Ideen zu haben für meine Probleme sozusagen, alle möglichen Lösungen auf einmal im Kopf zu haben und zu meinen, ach, das ist überhaupt kein Problem mehr und das ist überhaupt kein Problem mehr, dann habe ich auch schon angefangen, mehr einzukaufen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ist bei mir so das Rad. Also wenn ich tatsächlich einen Einkaufszettel schreibe und habe nachher doppelt so viel dabei, dann hat mein Mann immer schon gemeint, oh. Genau, und dann, das war ein Frühwarnsymptom für mich und da habe ich meine Kreditkarte dann zu Hause gelassen und habe einfach Bargeld mitgenommen, so viel wie ich brauchte. Ja, inzwischen ist es allerdings so, dass ich auf Medikamente so stabil eingestellt bin, dass ich stabil bin. Ich habe seit 2014 keine Phasen mehr. Und das ist auch die Zeit, wo ich wieder als Krankenschwester arbeiten konnte. Vorher war ich gar nicht belastbar in dem Sinn, dass ich stundenlang hätte irgendwo einen Dienst machen können. Ne? Und ich bin auch berentet und arbeite 450 Euro Basis sozusagen nur 2,5 Stunden am Tag. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Genau, weil mehr wäre gar nicht drin. So, also wirklich mich länger als 3-4 Stunden zu konzentrieren und genau zu machen, alles, das wird schwierig. Also stabil eingestellt, wie ich jetzt bin. Und ich habe ja auch den Bereich gewechselt innerhalb des Arbeitgebers. Ich hatte vorher sehr viel mit Kunden an der Front zu tun, also konkret in der Telefonhotline. Und das war sehr belastend. Es hat schon einen Moment gedauert, bis man gemerkt hat, dass die Reduzierung der Stunden nicht die Lösung ist, weil diese, sage ich mal, oft auch negativen Stimmungen, die die Kunden mit ins Gespräch bringen, die nimmt man auf. Also zumindest geht mir das so sehr stark. Und das hat mich immer wieder aus der Bahn geworfen. Deswegen habe ich gewechselt in einen anderen Bereich, der technisch noch stärker belastet ist, was mir an sich liegt und wo der kein Kundenkontakt herrscht, beziehungsweise nur auf Ticketebene oder halt auch mit dem Außendienst, weil die dann technisch noch unterstützt werden. Und da muss ich sagen, komme ich gut mit klar und habe halt 4,5 Stunden pro Tag plus Hinzuverdienstrente oder Erwerbsminderungsrente. Und ich würde gefühlt eigentlich ganz gern die Stundenzahl erhöhen,
nicht komplett auf Vollzeit wieder. Ich glaube, das wäre zu viel. Aber ich denke, 6 Stunden würden gehen. Nur mein Arbeitgeber spielt nicht mit. Und hilft Ihnen irgendwie, weil Sie vorhin sagten, dass Sie Kunst machen, hilft Ihnen das irgendwie bei der Bewältigung? Ja, das hilft mir durchaus. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, in den Alltag zu integrieren. Aber ich versuche es auch immer wieder, mir da die Zeit zu nehmen. Meistens habe ich dann auch irgendeinen Anlass, vielleicht ein kleines Geburtstagsgeschenk oder eine Karte für jemanden. Und es wirkt sich sehr ausgleichend aus, weil man kann so ein Stück weit das, was einen so beschäftigt, kanalisieren in ein Stück weit Kreativität. Und klar, wenn die Stimmung stabil ist oder auch am Steigen ist, steigt natürlich auch da steigen die Möglichkeiten. Und wenn ich depressiv bin, kann ich mit Kunst eigentlich fast nichts anfangen. Das könnte ich vielleicht nur bei einem klinischen oder teilklinischen Aufenthalt, wo das Bestandteil der Therapie ist. Ja, Schäfer, gibt es so Ursachen dafür? Oder? Herr Professor. Das können wir weglassen hier. Also Ursachen, natürlich, es gibt zum Beispiel einen hohen genetischen Anteil. Interessanterweise auch Bipolar 1 zum Beispiel, den schizophrenen Psychosen sogar fast ein bisschen näher. Bipolar 2 den Depressionen ein bisschen näher. Aber es ist eben nicht so, dass das in Familien automatisch vererbt wird. Es ist aber so, wenn Sie Depressionen haben und wissen, Ihre Eltern waren bipolar oder ein Elternteil war bipolar, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder deutlich höher, dass Sie auch eine bipolare Erkrankung haben und nicht eine rein depressive Erkrankung. Und natürlich nehmen wir an, dass es sozusagen im Rhythmussystem, es gibt so sogenannte Urgene, wahrscheinlich irgendwelche Empfindlichkeiten gibt. Das heißt, es ist ja sehr auffällig, dass ich als bipolarer Mensch kann ich von einer Sekunde auf die andere fast in der Stimmung umspringen. Zumindest gibt es eben Unterformen mit dem Rapid Cycling oder Ultra Rapid Cycling, wo man innerhalb von Tagen und Stunden die Stimmung ständig wechselt, als ob jemand innerlich den Schalter umlegt. Ja? Und das gibt es bei keiner anderen Erkrankung so im psychiatrischen Bereich. Sodass einfach unser ganzes System bei der bipolaren Störung in der Lage ist, sehr schnell in den anderen Modus zu schalten. Ne? Und dann gibt es den Bereich der Neurotransmitter und Hormone, wo es sicherlich auch Auffälligkeiten gibt, aber das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Man kann sich dann vorstellen, was verschoben ist, was anders in den Nervenzellen produziert wird, dass man mehr Energie hat oder weniger Energie hat. Aber wir können das weder sichtbar machen, noch können wir es im Modell wirklich untersuchen, weil wir an das Gehirn nicht rankommen und weil Tiere das in dem Sinne nicht so haben wie Menschen. Wie sehen dann die Therapieformen aus? Bei der bipolaren Störung ist es schon sehr wichtig, haben wir eben auch gehört, dass man meistens eine medikamentöse Therapie braucht, eine Grundtherapie. Und der zweite ganz wichtige Bestandteil ist, dass man eine Psychotherapie hat, die hauptsächlich aus einer Psychoedukation besteht, das heißt Wissensvermittlung. Ich muss mein eigener Experte werden, ja. Und dann gibt es noch so Therapieziele, die so eher systemisch sind und rhythmologisch. Also ich muss lernen, Risikofaktoren zu reduzieren. Ich muss lernen, meinen Rhythmus zu optimieren. Also wenn ich zum Beispiel als Krankenschwester arbeite oder als Arzt, wir haben ja durchaus nicht nur berentete Menschen mit einer bipolaren Störung, sondern wir haben auch in der eigenen Gesellschaft zum Beispiel Ärzte, die weiterarbeiten, Psychologen, Psychotherapeuten. Wir haben hochberühmte Schauspieler, die bipolar sind, Schriftsteller. Also man kann schon sehr erfolgreich auch seinen Beruf ausüben. Aber man muss eben lernen, Risikofaktoren zu reduzieren. Also durchfeiern, Drogen nehmen, viel Alkohol trinken. Damit kann man ganz sicher die nächste Episode schon wieder vorbereiten. Und was eben ganz wichtig ist, jetzt auch in aktuellen Studien,
das Umfeld muss geschult werden, also die Angehörigen, zu denen man Vertrauen hat. Wenn ich manisch werde, dann höre ich vielleicht, wenn ich Glück habe, noch auf eine Person, zu der ich Vertrauen habe. Also vielleicht auf meinen Mann, auf meine Frau, ja, oder auf meine Mutter oder auf meine Kinder. Und im Idealfall sind die eben auch geschult und mit eingebunden. Ich habe mal eine Frage zu dem Thema Ursachen oder Genetik in Anführungszeichen aus der Familie von meinem Vater, wo ich ja denke, dass auch bei meinem Vater sowas wie eine bipolare Störung vorgelegen hat. Gibt es eine erbliche Disposition für Asthma? Und ich habe schon als Kind mit 5 Jahren anfangs Cortison-Spritzen bekommen im Notfall und später dann eben diese Theophyllin-Zäpfchen und dann im Teenageralter, also so ab 16, glaube ich, gab es dann Cortison-Tabletten und dann erst später, so 17, 18 rum, Sprays, also dass diese Cortison-Belastung zurückgeht. Ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ob das vielleicht eine Wechselwirkung ist, weil Cortison oder das zumindest befördertes Cortison macht ja grundsätzlich auch manisch in Anführungszeichen. Also Cortison kann depressiv machen, kann manisch machen und das sind dann, also wenn ich eine Veranlagung mit mir rumtrage, dann weiß ich ja nicht, wann führt die Veranlagung irgendwann dazu, dass ich die Krankheit entwickle. Das kann nie sein, ja, das kann mit 83 sein, aber bei der bipolaren Erkrankung ist es ja am häufigsten ja, zwischen 15 und 30, sagen wir es mal im größten Maß. Und wenn ich dann Risikofaktoren habe, da kommt eben drauf an, wie ist meine Familie, ist die sehr schützend, habe ich viele Stressoren, passieren dramatische Dinge, aber auch so Medikamente, ne, wie Cortison oder Theophyllin, die jetzt stark die Stimmung beeinflussen können oder den Antrieb beeinflussen können, können dazu führen, dass die Erkrankung plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbricht, vielleicht auch ein paar Jahre früher, als sie das normalerweise wäre. Danke. Wenn Sie sagen, Sie sind auch Angehörige, wie haben Sie das bei Ihren Eltern erlebt? Mein Vater, würde ich sagen, hatte auch eher die Tendenz zum Melancholischen, zur Depression und konnte aber auf der anderen Seite auch sehr tatkräftig sein und war wohl als jüngerer Mann auch cholerisch oder eben auch sehr herrisch und reizbar. Ich habe das nicht mehr so erlebt. Ich bin die Jüngste, also zu meiner Phase war er dann schon ein bisschen ruhiger. Frau Engert, wie war's bei Ihnen? Also bei mir war es so, dass meine Mutter bipolar ist, seit ich sie kenne sozusagen. Und das war auch relativ klar. Es gab nie die Diagnose großartig, sie ist bipolar, aber sie hatte auch so diese Phasen, wo sie alles Mögliche zu Hause für uns gemacht hat und ganz toll drauf war und mit uns ganz tolle Sachen unternommen hat oder so. Kindern, wir waren zu dritt zu Hause als Kinder. Und da ganz viel schöne Sachen auch gemacht hat und dann aber auch von einem Moment auf den anderen total wütend gewesen ist und geschimpft hat und man konnte nichts mehr recht machen und sie hat viel eingekauft oder eben monatelang viel gelegen, konnte zu Hause gar nichts weitermachen. Ja, so dass dann halt jemand anders kochen und waschen und machen musste. Und es ging einfach nicht. Und das war das, was ich als Kind erlebt habe und wo mir auch viel drin stagen, weil ich halt die Große war, die Erstgeborene und dann eben auch viel gemacht habe zu Hause. Und erst als ich selbst erkrankt bin, hat mein Vater gemeint, ja, ich auch. Aber bei ihm, er ist erfolgreicher Prokurist in der Firma gewesen, hat viel geschafft, hat auch außerhalb noch in der Partei und überall viel gearbeitet, sich ganz viel engagiert und war so gefühlt immer so ein bisschen der dauermanische Typ. Also er hat auch nie viel Schlaf gebraucht, am Wochenende 3 Stunden kein Problem und ja.
Das waren die zwei Seiten, die ich zu Hause erlebt habe. Herr Professor, was hat es mit diesem Einkaufen auf sich? Will man da irgendwas wieder gut machen oder ist das was Typisches? Das ist was ganz Typisches. Und was hier geschildert wurde, sind ja eher noch so hypomane Einkäufe. Das heißt, man geht los, man macht das ein bisschen ungezielter, es wird mehr. Der Mann sagt halt, okay, doppelt oder dreifach so viel, wie normalerweise nötig ist. Und das gibt es sogar auch manchmal so als Frustreaktion auch bei depressiven Menschen, die dann sagen, okay, wenn es mir ein bisschen besser geht oder im Frust, den arbeite ich ab beim Einkaufen. Aber bei der Manie oder bei der Hypomanie ist das wirklich was Ungebremstes. Und der Unterschied zur Manie ist dann, dass man in der Manie sich dramatisch schädigen kann. Also da fange ich auch an und gebe Geld aus, was ich nicht habe und vielleicht im schlimmsten Fall auch mein ganzes Leben nicht haben werde. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, wo alle froh sind, wenn jemand reinkommt und Mercedes kaufen will. Ja, und den kriege ich dann auch. Und wenn ich den haben will, als Maniker bin ich so überzeugend, ja, ich bin ja so überdreht und verkaufe den Leuten, dass ich mir eigentlich alles leisten kann. Und ich habe selbst Patienten, die sich ein Reihenhaus dann gekauft haben oder zwei Autos gekauft haben. Und wenn man diesen Kauf hinterher nicht mehr rückgängig machen kann, dann stehen sie da mit 18 oder 20 oder mit 42 Jahren und haben plötzlich 200.000 bis 400.000 Euro Schulden, die sie dann im Rahmen so einer Manie sich aufgelastet haben. Ja, das sind dann die Bereiche, wo man eben als Arzt auch hinterher mühsam versucht, solche Dinge rückgängig zu machen, Atteste schreibt, sagt, das kann man nicht beurteilen. Und wenn sie Pech haben, steht der Verkäufer da und sagt, er ist aber jetzt schon gleich losgefahren mit dem Wagen, jetzt ist der Wagen nichts mehr wert, natürlich nehme ich den nicht zurück. Ja, und das kann dann die ganze Familie natürlich hochbelasten und das wird man auch nicht so schnell abbezahlen können. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Es ist durchaus nicht bei den Einkäufen für Lebensmittel zu Hause geblieben, sondern ich bin auch schon im Autohaus gewesen und habe mir ein Auto ausgeguckt für meinen neuen Job, den ich anfangen wollte. Und das Größte war, dass ich hier im Ort ein baufälliges Schloss kaufen wollte, um da ein großes Gemeindezentrum reinzumachen. Allerdings war ich damals schon so weit, dass ich wusste, wenn solche Ideen kommen, dann ganz schön vorsichtig aufschreiben, hinlegen, eine Woche später nochmal drüber nachdenken. Und für meinen Mann war sowas dann jedes Mal der Moment, wo er gesagt hat, okay, jetzt fahren wir mal ganz schnell in die Klinik. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich kenne zum einen das Thema Frustkauf, wenn man eigentlich so aus einer depressiven Lage wieder rauskommt. Und mein Lebensgefährte bezeichnet es als, du bist aller Voraussicht nach manisch, wenn der Kühlschrank bis oben hin voll ist. Und das ist dann noch die harmlose Variante. Und ich hatte mir damals, als die bipolare Störung bei mir festgestellt wurde, also so, sage ich mal, kurz vor der Manie, hatte ich mir eine Eigentumswohnung gekauft. Aber das ist ja immerhin noch etwas, wo ein Wert dagegen steht. Und die habe ich auch immer noch. Und die ist dann nächstes Jahr im August schon zur Hälfte abbezahlt. Also das ist auch eine Altersvorsorge letztendlich und ist nichts Negatives. Und zum Glück habe ich es nie geschafft, mir was ganz Teures anzuschaffen. Ah, doch, es gibt etwas, da hat mein Partner gezweifelt, ob ich nicht manisch bin, hat auch gesagt, geh zum Arzt, lass dir einen Attest geben, lass es rückgängig machen. Ich habe mir letztes Jahr im Februar einen Oldtimer gekauft, also keinen ganz alten, einen Opel Ascona B, das war so in meiner Jugendzeit das Fahrzeug, was mir gefallen hat. Allerdings haben meine Ärztin als auch meine Therapeutin gesagt, das halten wir nicht für einen manischen Kauf, weil sie haben sich schon über Jahre immer mal wieder umgetan und geguckt und jetzt haben sie was gefunden, was ihnen gefallen hat und es ist ja vom Wertgutachten her, das ich dann habe erstellen lassen für die Versicherung, liegt das auch absolut im Rahmen und das ist einfach, sage ich mal, so ein Herzensteil, ein Steckenpferd und das habe ich mir jetzt mal gegönnt.
Und das ist doch eine ganz spannende Sache, ne? Wo man jetzt sieht, wie relativ das auch ist, ne? Auch so ein manischer Kauf, dass man immer wieder prüfen muss, ist das wirklich manisch, ne? Oder ist das jetzt einfach nur ein Herzenswunsch, ne? Und hätten sich 10 Wohnungen in Berlin gekauft, wäre es eine tolle Geldanlage gewesen, wäre man heute gemacht mit. Aber man muss das eben immer wieder prüfen und relativieren. Und was wir hier hören, sind natürlich sehr gute Frühwarnsysteme. Da sind ganz viele Leute, die mitreden, die das ein bisschen überprüfen und die dann sagen, so, das ist jetzt ein bisschen viel. Und als Psychiater sagt man immer, die Manie ist ein Notfall. Also so schön wie hier, dass dann geprüft wird, ist das jetzt behandlungsbedürftig, dann gehe ich mit in die Klinik, ist es nicht mehr, wenn man wirklich in eine schwere Manie kommt. Denn dann sind wir eigentlich dann kommt man meist gegen seinen Willen, weil das Erste, was der Patient dem Psychiater, der dann auch sehr gestresst ist in der Klinik, sagt, ihr seid ja wohl alle wahnsinnig, ich bin in der besten Phase meines Lebens, ich könnte jetzt die Welt vor Corona retten, ich habe gerade mit Biden telefoniert und mit Merkel und mit Macron und ich habe hier alles im Griff in der Welt und ihr wollt mich daran hindern. Und das ist für einen Psychiater wahnsinnig schwierig, ja, in dem Fall irgendjemand noch zu überzeugen, dass er jetzt sich lieber behandeln sollte, weil das kippt nämlich ganz schnell, was wir hier gehört haben, dann in das Gereizte und in das Paranoide, dass man sich nur noch verfolgt, nur noch eingeengt, nur noch eingesperrt fühlt von allen und dann wird man eben im schlimmsten Fall eben auch ziemlich aggressiv, ja. Und wie gesagt, für einen Psychiater, dann auch für die Angehörigen ganz schwer zu handeln, weil der Patient natürlich sagt, ihr seid ja alle wahnsinnig, ihr fallt in die falsche Richtung. Ich bin der Einzige, der hier eigentlich noch den Überblick hat. Komplex, ja. wie wird das also gehen? Also zwei Fragen. Wie geht die Öffentlichkeit mit der bipolaren Störung um? Also ist die schon in die Gesellschaft vorgedrungen? Also wir wissen ja, dass psychische Belastungen wir sowieso noch um Enttabuisierung und Entstigmatisierung kämpfen müssen. Aber wie ist es bei der bipolaren Störung? Und Frau Lang und Frau Engert, wie offen gehen Sie damit um? Also nicht nur in unserem Talk, sondern auch im Rahmen beispielsweise Ihrer erweiterten Familie oder Arbeits- und Freundeskreis. Es gibt immer diesen schönen Satz, wenn Sie fragen in der Bevölkerung, was ist bipolar, dann sagen die Leute Nord- und Südpol. Also im Prinzip ist da kaum Wissen. Es ist ja gerade, wir sind gerade so weit, dass über die Depression und Burnout sich ein gewisses Wissen entwickelt und dass die Menschen verstehen, dass das eine der häufigsten Erkrankungen im Moment in unserer Gesellschaft ist. Aber bei Bipolaren, dass man manisch sein kann, das können sich die meisten nicht so richtig vorstellen. Was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt häufiger irgendwelche Filme oder auch Beiträge in Nachrichtenportalen oder Ähnlichem finde, die sich mit dem Thema Bipolar beschäftigen. Das ist mir also jetzt im letzten halben Jahr relativ stark aufgefallen. Auch so ganz profane Sachen wie, ach, ich weiß es nicht, Soko München oder so, keine Ahnung. Und ich gehe, was das angeht, im Freundes- und Familienkreis offen damit um. Meine Kinder wissen das sowieso aus Erfahrung. Die sind auch ein guter Seismograph. Mein Lebensgefährte hat mich kennengelernt und hat auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass die richtige Diagnose gestellt wurde, weil man mich ja auch erstmal als depressiv, schwer depressiv eingestuft hatte in der Klinik. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich beim sehr großen Arbeitgeber bin, mit Schwerbehindertenvertretung, Betriebsrat und allem, dass ich natürlich da aufgefallen bin, meinen Vorgesetzten gegenüber. Da gab es auch entsprechenden Ärger. Gut, auch von meiner Seite meine Gereiztheit, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Habe diverse Abmahnungen bekommen. Jeder oder viele haben sich gewundert, was ist eigentlich los mit ihr, ja. Das passt irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite eine Fachlichkeit und eine gute Arbeit und auf der anderen Seite solche in Anführungszeichen Ausfälle. Und mir hat es damals geholfen, dass ich dann auch in der Runde Personalabteilung, also größere Gesprächsrunde, damit offensiv gegangen bin und habe gesagt, ich habe diese Erkrankung, die
wirkt sich so und so aus und das hat sich so und so jetzt geäußert und dieser und jener Vorfall ist so und so einzustufen. Das hat zum Verständnis beigetragen, das hat mir geholfen. Ja, und bei mir war es so, dass ich in der Elternzeit sozusagen gewesen bin, als die Erkrankung anfing und dass ich dann halt Schwierigkeiten gehabt habe, eine Stelle wieder zu kriegen als Krankenschwester. Und damals hat man mir dann vom Integrationsdienst einfach gesagt, sie können nicht mehr als Krankenschwester arbeiten, das geht nicht mit der Erkrankung. Und dann habe ich was anderes gemacht, was angeblich auch nicht gehen sollte. Ich habe jahrelang noch mit Kindern gearbeitet. Und inzwischen bin ich zurück in der Pflege, eben weil ich mir... Ich bin ehrlich zu meinem Pflegedienstleiter damals hingegangen und habe gesagt, also es ist so, ich bin berentet und ich möchte ein paar Stunden arbeiten. Und er hat sich dann wirklich die Mühe gemacht in einem kleinen Unternehmen und hat tatsächlich eine Stelle geschaffen, für, wo ich arbeiten konnte und wo ich regelmäßige Arbeitszeiten hatte, keine Schichten mehr, sondern immer jeden Tag zur gleichen Zeit komme und sowas. Und dann kann ich auch arbeiten für ein paar Stunden. Ja. Und ist das jetzt auch die Aufgabe des DGBS, dass man solche Sachen vermittelt oder darüber aufklärt, oder um mal zum Verein zu kommen? Also mich fit zu machen, dass ich das Wissen hatte, dass ich dem gegenübertreten konnte und sagen konnte, also so und so ist es und das brauche ich, das habe ich tatsächlich über den DGBS gelernt. Diese Psychoedukation und alles, das findet in der Klinik, wenn man jetzt ganz normal in irgendeiner Psychiatrie ist, nicht so gezielt für die bipolare Störung statt. Also da habe ich mich wirklich im Internet schlau gemacht, bin auf Kongresse gefahren, habe dort andere getroffen, viel geredet, um dahin zu kommen, dass ich sage, okay, jetzt stelle ich mich dahin und sage das ehrlich. Und dass ich dann auch vor Kollegen sozusagen gesagt habe, jawohl, das habe ich, so ist es. Das hat noch mal ein bisschen gebraucht, weil es eben, wenn man in der Psychosomatik arbeitet, schon anders noch angeguckt wird. Und die DGBS, das muss man wissen, ist eine triologische Fachgesellschaft seit 2001, wo Angehörige, Betroffene und Professionelle ja zusammenarbeiten, auch zusammen im Vorstand sitzen. Und deswegen sind alle Kongresse oder Jahrestagungen, wie dieses Jahr versuchen wir das ja auch wieder im September, wenn wir uns wirklich treffen dürfen, trotz Corona, wo alle Veranstaltungen und Kongresse wirklich triologisch sind. Das heißt, solche Themen, da wird zum Beispiel ein großes Symposium geben zum Thema Arbeit, Arbeitsplatz, ja, und immer wieder Informationen, die wir auch versuchen, über die Webseite der DGBS oder über Beratungstelefone zu verteilen. Das ist extrem wichtig, weil es lebensnah ist, lebensnotwendig, und so eine Gesellschaft mit 2000 Mitgliedern kann sich ja untereinander dann auch wahnsinnig viele Tipps geben, weil alle haben schon irgendwas Ähnliches erlebt, haben Lösungen gefunden und die kann man dann auch gut weitergeben. Ja, auch das Thema Selbsthilfegruppe. Wir haben ja in Wiesbaden eine Selbsthilfegruppe. Die ist auch ganz gut besucht. Da sind jetzt auch schon wieder 2, 3 neue Gesichter dazugestoßen. Das ist ja auch immer ganz hilfreich, weil die DGBS ja da auch entsprechend, so meine ich, eine Liste führt oder Hinweise gibt, wo es halt Selbsthilfegruppen gibt. Und macht schon Sinn, dass es eine Selbsthilfegruppe nur für Bipolare ist. Genau, und auch Gründung unterstützt und die Gruppenleiter auch ausbildet in so Lehrgängen. Das ist extrem wichtig, weil bipolar wirklich nochmal anders ist als Depression. Und bei Depressionen gibt es ja endlos viele Selbsthilfegruppen, die sich teilweise aber dann auch nochmal mischen und so einen bipolaren Anteil mit reinnehmen und das auch dort in der Selbsthilfe mitmachen. Von was für einem Bevölkerungsanteil reden wir denn bei bipolaren Störungen? Lässt sich das benennen irgendwie? Ja, das lässt sich benennen. 1-2% haben so ungefähr 1% eine bipolare Einstörung, 1% eine bipolare Zweistörung. Und dann gibt es sozusagen den so
Bereiche, wo man starke Stimmungsschwankungen hat, die man den bipolaren Störungen noch irgendwie zuordnen kann, durch Medikamente zum Beispiel oder im Rahmen von Erkrankungen oder durch Drogen, Alkohol ausgelöst. Und das können bis zu 5% sein. Oder so Zyklothymie, so Menschen, die zum Beispiel ähnlich wie bei der Dysthymie nicht eine voll ausgeprägte Erkrankung haben, sondern nur auffällige Stimmungsschwankungen, dass man 3 Wochen gut drauf, 3 Wochen schlecht drauf. Aber das spielt jetzt keine Rolle, ob man arbeiten kann oder nicht. Man merkt nur, ich habe wie so einen inneren Rhythmus und der schaltet immer um, aber man entwickelt gar keine richtige Krankheitsepisode. Da sieht man, das sind alles so fließende Übergänge. Gibt es bei der depressiven Erkrankung hier auch die Dysthymie, wo man jetzt das Gefühl hat, man ist in der Stimmung nicht normal, sondern liegt immer etwas unter den anderen Menschen, sieht die ganze Welt immer so leicht depressiv. Eben hatten wir ja genau das Gegenteil gehört, auch so eine hypertyme Persönlichkeit. Ich glaube, beim Vater von Frau Engert, wo man dann das Gefühl hat, da gibt es auch Menschen, die sind nicht manisch, die sind nicht depressiv, aber die sind ihr Leben lang strotzen, die voll Energie, brauchen immer ein bisschen weniger Schlaf als andere, haben viel Kraft für andere Dinge. Aber das ist sozusagen eine Abweichung, aber keine Erkrankung. Herzlichen Dank. Mich da also wir fanden unser Gespräch unglaublich interessant und auch für uns selber, weil wir in dem Thema wirklich noch überhaupt nicht tief drin steckten. Also im Thema Depression, ja, bedingt eben, dass Schwabe sein ganzes Leben das eben schon hat. Deswegen hoffen wir, dass es noch weiter in die Gesellschaft dringt und ja, dass sich viele auch mit dem Thema beschäftigen und auch beim DGBS eben mitmachen. Auch das kann man sicherlich auch nicht als Nicht-Betroffene, oder? Indem man sich fürs Thema auch interessiert. Eben Angehörige, Profis, Interessierte, Betroffene können alle Mitglied werden in der DGBS. Dafür ist sie da. Gut. Herzlichen Dank. Außer ihr wollt noch was sagen. Ganz lieben Dank für die Einladung. Genau, hat Spaß gemacht. Ja, genau, stimmt. Wollte ich auch sagen. War ein sehr schönes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ja, zu danken. Danke, Prof. Tschüss. Danke, die Damen.